Und ein herzliches Willkommen, ich muss gerade noch die Uhr nebenbei anmachen, zurück zu einem weiteren Teil von, ja, ich sag mal, meiner Vergangenheitsreise, womit ich so angefangen habe. Wir sind eben wieder zurück bei Warlords Battle Call 3, denn da gibt es ja noch ein bisschen was zu zeigen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vergiss keinen Daumen hoch und ein Abo, ne? Jetzt schon mal. Und ja. Dann, was ich jetzt heute vorhabe, ist... letztens habe ich euch ja die Kampagne gezeigt. Das ist natürlich eine nette Sache, ist ja klar. Da kann man das Spiel so ein bisschen kennenlernen. Dann kriegt man ja alles erklärt. Und es fängt leicht an, wird immer schwieriger. Und heute wollte ich euch mal den Editor zeigen. Denn die Kampagne habe ich ganz ehrlich selten gespielt früher. Editor, weil... Wir haben, wie ich bei meinem besten Freund war damals, was ihr schon im ersten Teil mitbekommen habt, wir haben immer eine bestimmte Welt gespielt. Die musste man runterladen, die hat irgendjemand halt mal zusammengestellt, zusammen gebastelt und ja, kann man aber nicht mehr runterladen. Das ist ja so Ewigkeiten her. 17 Jahre, meine Güte. An die Welt kommt man eh nicht mehr dran. Deswegen gehen wir jetzt mal auf den Editor. Und bauen uns, so gesehen, dieses Level wieder zusammen. Und dann spielen wir das auch. So, hier haben wir jetzt allerdings keine Musik am Laufen. Deswegen hier ist es ziemlich still. Das kann schnell langweilig werden. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder. Und zwar mit Musik. Natürlich am besten mit Musik aus diesem Zeitraum von mir. Was ich früher immer gern gehört habe. Und darunter zählt meine absolute Lieblingsband von damals, Blink-182. So. Neues Szenario. Dann machen wir mal die größte Karte, die geht. Cyrus 2, nennen wir das einfach mal. Und beschreiben wir mal Blub. So, Create. Jetzt hängt es ein bisschen, ne? Warum auch immer. Unfassbar. So, Terrain. 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 Oh Gott, hier kann man hin. Jetzt brauchen wir erstmal Wasser. Beziehungsweise... Okay, wir machen Wasser. Oh, warte! Ja. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht so laut. Oh, normalerweise kann man hier noch ein Bild sehen. Ich muss jetzt erstmal gucken, was das hier nochmal ist. Ich glaube, das ist. Genau, das ist richtig. Nee, ist nicht richtig. Ah, okay. Ich glaube, hier bin ich falsch. Basic. Das brauchen wir. Filmmap! Boah, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist, wie gesagt, Ewigkeiten her. Grass and Coast. Genau, so. Jetzt muss ich mal abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, 7 reicht. Ach, warte mal. So. 1, 2, 3, 4. Ja, ich glaube, das reicht dann schon. Andersrum. Batum. So, ich muss jetzt einfach nur mal gucken, wie ich das nochmal mache hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 4. So. Ungefähr so. Ich
ich glaube, das sieht doch ganz nett aus. Ihr seht es am Ende, was es dann wird, ne? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Top left, top right? Nein, inside, bottom left. Bottom right, das müsste es sein. Ja. Hey, Englisch wird besser. So, geh mal wieder hier hin. Inside, top right, oh Gott, jetzt weiß ich natürlich nicht. Das ist das. Dahin, glauben wir. Oder doch dahin. Boah, shit, ey. My dearest. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nee, da muss es hin, so. Und das hier müsste dann. Nee. Auch nicht. I've been sitting here, looking at your picture, getting more homesick every minute. Okay, du musst doch hier so. I've wanted that picture more than anything else I know of, except of course. Ja, genau so. Okay. Ah, echt nicht leicht. So, machen wir das so? Ja, glaub schon. I want to leave in the worst possible way so I can come home to see you. Things don't look so good on that subject. But this war has spoiled a lot of things for everyone, I guess. Muss immer wieder überlegen. Nein. So. I've never been so lonesome in my life as I am right now. Das hat immer Bock gemacht, das Level. I'm completely lost without you, darling. I never realized I could miss any one person so much. I just hope it won't be too much longer until I'm able to be. Also es war eigentlich so ein 2 versus 2 Spiel. Beide Seiten haben denselben Start. Also, ne, Gleichberechtigung muss schon sein. Dann hatten wir, wenn man jetzt unten links auf die Karte guckt, das ist mein Gesicht. Ah, shit. Stimmt. Na gut, also wir hatten dann oben links so eine Insel und unten rechts eine Insel. In jeder Ecke hat ein Spieler angefangen. Das war so ein Team lang, so ein eigenes Teamspiel. Und rechts die Insel gegen die oben links Insel. Und dann los geht's. Machen wir aber erstmal mit der Küste hier weiter. Und in der Mitte war nochmal eine kleine Insel. Wo es dann auch nochmal ein bisschen was zu holen gab. Schlecht. Ist gar nicht mal so leicht, wenn das alles Englisch ist. So, jetzt geht's wieder weiter. Ja, warte mal, jetzt habe ich gerade das da, ne? Nee, das brauchen wir nicht. Gehen wir erstmal hier runter. Hier ist falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ja, küssen wir mal am Pferd. Nein, machen wir das mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ah, jetzt geht's schon wieder nicht mehr auf. So ein Mist hier. Oder? Mal gucken. Ja, falsch. Auch falsch. Mal wieder.
Auch falsch. So ist richtig. Da hin. Ja, das muss da hin. So, genau, so haben wir es. Sehr schön. Ja, müssen wir die Insel noch ein bisschen breiter machen. Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gehen wir mal da hin. Genau, und dann ist das da. Ah, okay. So. Können wir das hier mal direkt noch mitmachen? Aber eigentlich geht diese Welt sehr schnell zu basteln. Ah, shit. So. Sehr schön, dann haben wir... Ah, ne, doch nicht. Die Ecke hab ich. Die Ecke fehlt noch. Notfalls immer einfach nur ausprobieren. So, damit hätten wir schon mal eigentlich alles an Land. Genau. Ja, es war eigentlich scheiße. Höhle war doch besser. Machen wir das Ganze nochmal? Es tut mir echt leid, wir machen das Ganze nochmal. Was ist das? Oh ne, das ist was anderes. Desert, ja klar, ist Wüste. Wieder was falsch. Boah. Rocker. Mountains. Nee, das ist falsch. Das ist jetzt nur Lava? Nein, das ist nicht das, was ich suche. Das ist Marsch, Quasmarsch, Bitches. Was ist das hier? Shit, Scott. That Anki Mofo with Messing My Lady got to be running cold upside down his head. You know what I'm saying, man? Hey, Holmes, I can dig it. That brother didn't go pick up a new man. I see, hey, Scott. So to say, I want to say, pretty Jay, I did the same old, same old. Hey, knock yourself for post. Lick the gray matter of fact. Level 4 was down. I take TCB in, man. Hey, you know what they say? You see the broad to get that booty jacket? Ihr müsst wissen, man kann ja auch Flugeinheiten bauen, ne? Und die können natürlich auch übers Meer. Oh man, Jamofo belayed me to the bone, she's jacking me up. Tightly. Oder wollen wir das lassen? Stimmt eigentlich. Nee, dann lasse ich das. Entschuldigung. Alright, now heave it on down here. Haben wir direkt das ordentliche, beste Lied gekriegt hier. Ach, das ist das hier schon wieder. Ach so, oh. Hey, if I was a thief, I would only sneak into people's houses and steal their underpants.
Grass Coast, genau, da waren wir richtig. Und ich mache immer noch das Falsche. Das wird natürlich nur geredet, das ist natürlich auch doof. When you got a package this nice, you got to gift wrap it. Hey, that sounds good. So basic. It almost sounds like we have a script and follow it, but you know what? For real, we're just really, really funny people. Funny am I. Hey, girls know about the panty thing because they always spend lots of money on underwear. So, hey, we're going to sing a serious song though, for real, just to bump you guys out. Hey, you, that's it. Let's go. Here we go. Los geht's. Ich bin auch ready. In der Küche alles ready. Was? So. Da haben wir eigentlich schon fast alles hier. So, da haben wir unsere Startpunkte. Irgendwie. Ich glaube, hier muss es eins höher, kann das sein? Ich glaube, hier muss es eins höher. Wie gesagt, wir wollen ja Gleichberechtigung, ne? So. Moment. So, jetzt sieht's auf der Karte doch gleich aus, oder? Ja. Sehr schön, was haben wir denn noch? Armies, Buildings. Buildings, wir brauchen die Goldminen. Da muss ich gerade mal überlegen, wie war das denn? Ich glaube, von allen gab es 3 Stück. Wie gesagt, Gleichberechtigung muss es sein. Ich verschaffe niemandem Vorteil in der Hinsicht. Eins, zwei, drei. So, da haben wir das 3-mal. Dreimal Eisen. Das ist halt das beste Level, um seinen Helden zu leveln. So, jeder hat 3 Stahlminen. Dann kommt jetzt Stein dran, okay. Und natürlich 3 Kristallminen. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen.
So, drei Stück. Dasselbe haben dann auch mein bester Freund und ich damals am meisten gespielt. Das hat immer die meiste Action versprochen und natürlich, ja, aber auch Gleichberechtigung. Wobei Gleichberechtigung war dann schwer, als er bei mir abgeguckt hatte, wie ich baue. Da musste man sich immer neue Taktiken überlegen. Wie man ihn dann doch noch besiegen konnte. So! Dann machen wir hier noch eins hin. So, puff. In der Mitte gab es auch noch mal ein bisschen was zu holen. So. Okay, dann könnten wir eigentlich schon. Das Meer lasse ich jetzt mal so. Das muss man jetzt nicht unbedingt richtig machen. So. Jetzt brauchen wir Dings. Müssen wir jetzt erstmal finden. Ah ja, das ist das. Mormon Tower. Das Video oder ist es nicht? Nein. Schwein auch nicht. Market logischerweise auch nicht. So, die sind weiter unten, glaube ich, ne? Aber hier gibt's so viel. Dadurch, dass es so viele Rassen gibt, die man spielen kann. Ah, hier haben wir die ganzen Tower. Da einmal genommen von den Feen. Machen wir denn die Feen? Das ist ein Tower hier. Na gut, das sind halt die kleinen, ne? Okay, Startlocation. Machen wir erstmal Side 1. Machen wir hier. 2 machen wir hier. Machen wir 3 hier. Und 4 hier. Sehr schön. Ah, jetzt müssen wir wieder ganz runter. So, weil das habe ich erst gebraucht, damit ich die richtigen Türme machen kann. So, was nehmen wir da? Wir nehmen jetzt einfach mal Tower of Night. Die brauchen die meisten Kästchen, glaube ich, ne? So. Side 1. Ne, ich glaube hier sowas ging das nicht. Sechs Türme waren es eigentlich immer. Aber das ist zu nah. Man kann es ja so machen, oder? So, dann machen wir hier
zweiten hin. Nee, das passt irgendwie nicht so ganz. Vielleicht hätte ich das vorher so machen sollen. So, damit ich weiß, wie ich es hier zu machen habe. So, New. Hier so hin. So, dann muss das hier wieder Side 1 sein. 1, 2, 3. Okay. Das gleiche machen wir auch hier. War die Seite 4. Oh, warum geht das hier jetzt nicht? Uno, dos, tres, cuatro. Grandpa, did he tell you that he loved you? Did he hold you till the sun did rise? And did he look into your eyes and ask you to fellate him and stick a finger or two in his ass? He seems like a total asshole. Grandpa is so, genau das. Kommt man hier quasi rein? Alles klar, ich würde eigentlich sagen, das reicht auch schon. Mehr brauchen wir nicht zu machen. Also alles andere wäre nur Verschönerung. Gut, dann haben wir doch unser Level gebaut. 2 versus 2. Gut, bei mir heißt es 1 versus 2. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich drücke da jetzt mal auf Menü. Safe. Start Location Error, was? Ach so. Ja gut, das macht ja nichts. Okay. Excite? Yes. Ich hoffe, es hat es gespeichert. Keine Ahnung. Sehen wir. Und ich würde jetzt sagen, eigentlich, wir haben jetzt unser Level gebaut und im nächsten Teil würde ich sagen, spielen wir dieses Level. Ich hoffe, ihr habt meine Musik genossen. Die verrückte Blink-Musik. Ja. Und dann im nächsten Teil sehen wir dann, wie wir unser 2 vs. 2, was ich tatsächlich hauptsächlich gespielt hatte, mit meinem besten Freund damals und unsere, ja, Helden eigentlich dadurch gelevelt hatten. Und auch im Multiplayer, also im Online-Modus, war diese Welt sehr weit verbreitet. Weil das ist einfach das Beste. Jeder hat denselben Start, jeder hat dieselben Möglichkeiten und Chancen. Und ja, das war eigentlich immer ganz cool. Und es war eine geile Welt. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mich unterstützen. In der Videobeschreibung gibt es einen Link, da könnt ihr mir Trinkgeld geben. Hey! Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Teil wieder. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo natürlich. Also vergesst es nicht. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch bei anderen Let's Plays bei mir. Bis dahin auf jeden Fall viel Spaß noch auf YouTube und auf meinem Kanal. Bis dann. Tschüss.